Urlaub daheim wird Ihnen präsentiert vom Tourismusverband Ostbayern. Hier dreht sich alles um die Kamera im Deutschen Kameramuseum in Plech. Rund 25.000 Sammlungsstücke gibt es dort für die Besucher zu entdecken. Wir wollen, dass jeder entweder die Kamera findet, die er hatte oder die er wollte oder von der er geträumt hat oder die der Großvater hatte. Das ist eigentlich so das Konzept. Also wir sammeln in die Breite. Wir möchten zeigen, was es alles auf diesem Gebiet gab. An Kameras, an Projektoren, an Dunkelkammergeräten, an Zubehör, an Reklamen hier. Wir haben alles. Und das ist, glaube ich, der Reiz unseres Museums. Neben den Kameras aus verschiedensten Epochen auch zu finden, Projektoren und Reklamen. Außerdem kann ein ganz besonderes Ausstellungsstück getestet werden. Der Selfie-Tisch aus den 50er Jahren. Haben Besucher erst einmal einen QR-Code gescannt, kann es losgehen. Ein Audioguide führt durch 37 Stationen und erklärt die Ausstellungsobjekte. Diese Kamera ist im wahrsten Sinne des Wortes ein farbenfroher Hingucker. Ein persönliches Lieblingsstück von Kurt Tauber, die Sola-Kamera. Nur 10 Exemplare gibt es weltweit. Das Besondere an dieser Kamera, an dieser Sola, ist schlicht und ergreifend, dass sie sehr selten ist. Dass sie nicht von einer renommierten Kamerafirma hergestellt wurde, sondern von einer Uhrenfabrik im Schwarzwald. Schatz und Söhne, die heute noch Uhren bauen. Sie hat ein eingebautes Federwerk. Das heißt, man kann das aufziehen wie ein Wecker und dann 20 Bilder hintereinander abspulen. Ein weiteres Highlight, ein Fotogeschäft aus den 50ern. Der Laden wurde im Museum originalgetreu wieder aufgebaut und erinnert daran, wie die Fotowelt früher ausgesehen hat. Und es gibt noch mehr zu entdecken. Das hier ist natürlich ein besonderes Highlight. Das ist eine Hochgeschwindigkeitskamera, eine Zeitlupenkamera für ganz extreme Zeitlupenaufnahmen. Wir haben 40.000 Bilder in der Sekunde. Nicht Minute, nicht Stunde, sondern Sekunde. Das heißt, Sie können eine Bewegung in ganz langsame Abschnitte zerlegen. Interessierte können das Kameramuseum jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr besuchen. Gruppenführungen sind ab 10 Personen möglich. Das Museum ist auch barrierefrei. Urlaub daheim wurde Ihnen präsentiert vom Tourismusverband Ostbayern.